Hallo meine Lieben, heute kommt eine Anleitung von diesem hübschen Osterkörbchen. Ich habe es mit Topflappengarn gehäkelt. 50 Gramm betragen eine Lauflänge von 75 Metern. Und dann brauchen wir noch eine Häkelnadel Nummer 3 oder 3,5. Wir machen einen Fadenring und häkeln dort hinein 10 feste Maschen. Jede zweite Masche wird jetzt verdoppelt, so lange bis wir außen herum 30 Maschen zählen können. Danach wird jede vierte Masche verdoppelt, so lange bis wir außen herum 40 Maschen zählen können. Und nun wird jede siebte Masche verdoppelt und das machen wir so lange, bis wir einen Durchmesser von 10 cm erreicht haben. Danach machen wir eine Kettmasche. In der nächsten Reihe häkeln wir eine Kante. Und zwar normalerweise gehen wir ja diese beiden Maschen. Wir gehen aber jetzt nur in die hintere Masche hinein. Und häkeln auch feste Maschen. Immer nur die hintere Masche packen. Nicht so wie gewohnt, sondern nur die hintere Masche fassen. Und eine feste Masche häkeln. Und dadurch entsteht so eine hübsche Kante. Wenn die Reihe zu Ende ist, schließen wir mit einer Kettmasche. Nun machen wir zwei Luftmaschen, holen uns einen Umschlag und gehen in dieselbe Masche, ziehen den Faden lang und machen das Ganze noch einmal. Zweimal und ein drittes Mal langziehen und alle zusammen abmaschen und nochmal eine Luftmasche. Nun gehen wir nicht in die nächste, sondern in die übernächste. Wir machen einen Umschlag und gehen in die übernächste Masche und ziehen das Ganze lang. Ein Umschlag, langziehen, Umschlag, langziehen. Und zwar machen wir das viermal. Am Anfang machen wir das nur dreimal, weil da zählt das vierte Mal diese zwei Luftmaschen. Wieder zusammen alle abketten und eine Luftmasche hinterher. Wieder einen Umschlag holen und in die übernächste Masche. Langziehen, Umschlag, langziehen, Umschlag, langziehen und ein viertes Mal Umschlag und langziehen. Alle zusammen abketten und die eine Luftmasche. Noch einmal den Umschlag in die übernächste Masche hinein und den Faden langziehen. Das Ganze insgesamt viermal machen. Alle zusammen abmaschen und eine Luftmasche. Auf diese Weise wird nun die ganze Reihe so gehäkelt. Und so entstehen Büschelmaschen. Sie sind sehr dekorativ und gerade für ein Osterkörbchen sehr gut geeignet. Und immer viermal in dieselbe Masche einstechen. Wir enden mit einer Kettmasche und in dieselbe Masche unten kommen die ersten Büschel hinein, also wieder die zwei Luftmaschen und dann dreimal den Faden langziehen und abmaschen. Und dann machen wir jeweils die Büschel immer in den Zwischenräumen der anderen Büschel aus der Vorreihe. Wir enden wieder mit einer Kettmasche und machen eine dritte Reihe mit diesen Büschelmaschen. Und danach kommt auch noch eine vierte Reihe. Wir enden wieder mit einer Kettmasche und nun machen wir in jeden Zwischenraum zwei feste Maschen hinein. Wir enden wieder mit einer Kettmasche und dann können wir schon anfangen, die Träger zu machen. Sie sollen stabil sein und so häkel ich mit dem doppelten Faden. Es kommen jetzt insgesamt 5 feste Maschen. Dann machen wir eine Wendeluftmasche, drehen das Ganze und häkeln 4 feste Maschen zurück. Wieder wenden und auf diese Weise den Träger bzw. den Henkel häkeln. So lange, bis eine Höhe von 18 cm erreicht ist. Dann können wir das Körbchen auf diese Weise in der Mitte falten, um genau zu sehen, wo die Mitte liegt. Und dann können wir das Ganze auch festnähen.
Um die Mitte zu ermitteln, kann man auch die Büschel zählen, links und rechts von den Trägern. Nun das Körbchen noch in Form ziehen. Wenn es nicht so richtig die Form behalten will, kann man es auch auf einen passenden Gegenstand stülpen und die Seiten schön nach unten ziehen, damit das Ganze eine schöne Form bekommt. Und dann kann man das Osterkörbchen schon dekorieren. Wer mag, kann aber jetzt an den Henkeln auch noch ein wenig dekorieren. Ich habe mich für 2 gehäkelte Blumen mit Perlen entschieden, die ich an den Henkelansatz geklebt habe. Und damit ist das hübsche Osterkörbchen schon fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Video. Eure Jule.